Emre schreibt dir, die erwarten, dass man die Zukunft sieht. Ja, am besten noch auf den Tag genau irgendwie erklären, ja, das passiert jetzt. In 5 Stunden haben wir den Preis, dann werden wir nochmal runter korrigieren auf den Preis, nach 2 Stunden danach und in 4 Tagen und 45 Minuten und 3 Sekunden wird der Preis dann genau hierhin gehen. Es ist manchmal so lächerlich, ne? Aber gut, was willst du machen? Das ist nun mal so. Wir sind halt, wir befinden uns in einem Zeitalter, jetzt nicht nur im Crypto-Space, sondern auch in der Börse, also im Aktienhandel, wo einfach Glücksspieler, Spekulateure hier reingekommen sind und sich Investoren nennen und die Taschen der dicken Player füllen, weil sie denken, sie wären Investoren und was weiß ich, die betreiben einfach Glücksspiel. Ne? Was sage ich zu dem Bitcoin-Verkauf durchs BKA? Ja, was soll ich dazu sagen? Gar nichts. Es ist keine große Einflussgröße. Das sind Bitcoin-Verkäufe, die tätigen ja keinen 50.000 Bitcoin-Verkauf auf einmal. Die verkaufen die Bitcoin ja Schritt für Schritt. Die verkaufen ja jetzt immer weiter, wie wir sehen können an On-Chain-Daten. Es ist nichts Schlimmes. Also ich glaube nicht, dass es einen riesen Verkaufsdruck jetzt auf den Märkten verursacht. Justin Sun, der Tron-Gründer, hat jetzt sich bereit erklärt, die restlichen, also 45.000 Bitcoins jetzt wahrscheinlich noch, von der BKA abzukaufen, um den Einkaufsdruck zu senken. Der Typ, ich habe es euch immer gesagt, ich halte nicht viel von dem als Mensch, aber der ist wirklich ein Marketing-Genie. Der schafft es immer wieder, sich in den Vordergrund zu drängen. Der schafft es immer wieder, sich mit solchen provokanten und der triggernden Äußerungen sich in den Vordergrund zu bringen. Also was Marketing angeht, hat der Typ das einfach verstanden. Ne? Ich meine, hey, man hat ihn schon wieder fast vergessen und er ist wieder in aller Munde. Ne? Gucken wir mal. Also ich halt da nicht wirklich viel von diesen BKA-Verkäufen. Die US-Regierung hat auch angefangen, leicht zu verkaufen. Die US Marshals haben sogar jetzt bei Coinbase einen Account eröffnet und überlassen Coinbase die Aufbewahrungsservice. Verrückte Zeiten, wirklich. Also wir befinden uns in so verrückten Zeiten. Wie kann man da nicht bullish sein? Ich meine, die Welt platzt geradezu vor Krypto eigentlich. Ne? Aber ja, der Preis macht so einen kleinen Huch und alle scheißen sich irgendwie ein. Ne? Das ist wirklich faszinierend, jedes Mal zu beobachten. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, wie sich das anfühlt. Das sind so, ja, als ob man einfach irgendwie, wenn du eine Fußballmannschaft hast, passt der jetzt aktuell und die performen bei einem Spiel gut, dann bist du wieder der größte Fan dieser Mannschaft, dann verlieren die ein Spiel und dann hast du die Mannschaft wieder du magst die Mannschaft so lange nicht, bis sie wieder anfängt, ein paar Spiele zu gewinnen, dann magst du sie wieder. So kommt mir das irgendwie vor. Das ist ja kein loyaler Fan, mein Gott. Ich meine, wenn du zu deiner Mannschaft da stehst, dann verliert sie und du magst sie und dann gewinnen sie und dann magst du sie, dann stehst du ja dahinter. Ich meine, genauso sollte man im Investment teilweise auch sein. Ich meine, du kannst nicht einfach willkürlich irgendein Projekt dir aussuchen und sagen, oh, das ist es jetzt. Okay, das ist nicht ganz richtig. Das mache ich, weil ich einfach stark diversifizieren möchte. Club 54, ihr wisst Bescheid. Damit ich einfach so steil gehende Projekte auch mal in mein Portfolio mitnehmen kann, von denen ich eventuell noch nicht weiß, dass sie steil gehen können. Aber der Großteil der Coins sind legitime Projekte. Das sind Projekte, wo ich jetzt sage, hey, ich habe da rein investiert und ich habe da keine großen Bedenken, auch wenn der Preis mal fällt, auch wenn wir wieder in die Nähe der Bärenmarkt-Tiefpunkt-Bereiche gehen, habe ich immer noch keine Bedenken. Ich sitze hier und ich bin tiefenentspannt, während einige komplett sich einscheißen und sagen, oh nein, wir sind bei einigen Coins fast wieder in den Bereichen der Bärenmarkt-Tiefpunkte. Ja, so what? Na und dann ist das so. Beim nächsten Bullrun könnt ihr euch ja entscheiden, ob ihr in den absoluten Tiefpunktbereichen, wo Bitcoin seinen Tiefpunkt gebildet hat, einkauft oder ob ihr wartet und später mitten des Bullruns das macht. Und dann kommt es auf einmal nicht so und dann. Trotzdem sind das ja nicht wirklich viel tiefere Bereiche als die, wo Bitcoin seinen Tief gebildet hat. Versteht ihr, was ich meine? Also die Spekulation auf das einzugehen, ist für mich so schwachsinnig, aber. Außer man hat Ahnung, wirklich. Außer man hat Ahnung, man versteht den Markt und sagt, hey, ich verstehe das schon, ich weiß, was ich hier mache und dementsprechend handle ich auch. Aber das haben die meisten einfach nicht. Darum, wenn man sich einfach nach Bitcoin richtet und seine 20, 30 bis 40, 50 X hier macht, vom Tiefpunkt aus
bis zum Top, wenn man in die richtigen Altcoins investiert, dann sollte man einfach zufrieden sein. Dieses Hinterherjagen dieser 100x und 1000x Projekte ist aus meiner Perspektive eine so schwachsinnige Einstellung. Ich kann es euch gar nicht erklären in Worten. Aber ja, es ist, wie es ist, meine Lieben. Für all die, die neu sind und eine Exchange suchen, wo sie einkaufen können, beziehungsweise einen Broker, die geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda. Ihr seid hier EU-reguliert unterwegs, habt eine BaFin-Lizenz. Ihr könnt hier moderne und neue Kryptowährungen, die relativ schnell gelistet werden, auf Bitpanda einkaufen und über 300 verschiedene Kryptowährungen mit den verschiedensten Services. Darum geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda, meine Lieben, und genießt diesen Service.